Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Construction Simulator 2015. Wieder mit dem Horst, Guten Tag. dem Hermann, dem Hermann, Hallo? ja, und dem Josef. Hallo? Und dem Ja, Josef. ich bin hier die Wand runtergesprungen. Moment mal. So, Hallo? hier, hi. Hallo. Hallo. Ja, das Dreamteam ist hier wieder vereint und ich glaube, Horst hat schon einen Auftrag angenommen. Wir haben einen Auftrag. Irgendwo müssen wir ein Stadion bauen. Also da kann uns Ja. beim Bau ein bisschen helfen. Aber das wird nicht spektakulär. Das ist so ein Doch, mit uns sprechen. Kreisliga-Stadion. Also überhaupt Also kein nichts. Stadion, sondern ein Sportplatz. Ja, eher Sportplatz. Ich fahr mal zum Kieswerk, hätte ich gesagt. Alles klar. Du. Nee, nimm mir mal den Muldenkipper und fahr zur Baustelle. Den roten aber bitte. Dann nimmt noch irgendjemand den Tieflader mit Walze mit und einer nimmt noch den. Nee, Klaus, der Rote, habe ich gesagt. Was? Den Roten, habe ich gesagt. Wie steige ich denn aus? Ah, sorry. Du Sorry. kannst aber auch den. Tür auf und. Da hockt aber Josef drin. Dann nimmt den daneben hier. Mit dem mit Kran, den brauchen wir nämlich auch. So, ganz wichtig. Ö. Nee. Ü. Nee. Hm? P. Nee. Null? Ah, nee. O. Ah. Oh, stimmt. Oh, Ja, wie für Oberlicht. die. Oh. Da ist eine Frau im Weg! Wo ist Juli, deine du hast. Frau? Mir fällt gerade ein, Thema Klaus, du hast Kreisliga. grad. Nico, Hä? Du hast grad. Da war niemand! Sag mal, Nico, gibt es eigentlich in Luxemburg Fußball? Hallo? Hallo, da ist Ja. Rot? Zu mir sagen, ich habe eine Ja. Frau überfahren, aber selber über Bei rote mir Ampeln fahren. grün. Bei mir grün. Tut sich was. Ja, wo seid denn ihr? Wir versuchen noch die Walze aufzuladen, aber Herr Herrmann blickt nicht so ganz, wie das funktioniert. Ah. Fahren wir jetzt Aufwand! wir fahren jetzt beide zum Stadion, oder wie? Wow! Alter, wie lahmarschig ist dein LKW eigentlich? Lol. Alter, Klatsch, jawohl! Der Klaus bei euch war alles kaputt hier. Wieso fahren wir nicht Autobahn? Keine Ahnung, weil mich das Navi hier schickt. Und hier links. Weil keine Autobahnausfahrt mehr ist, da wo wir das Grün. brauchen. Mein Gott, bist du wieder lahmarschig. Jawohl. Erstes Stadion, lol. Dann nach links, da war das Hotel. Wow. Hui! Hui! War der Oh. aus? So. Ja, ich habe die Führung übernommen. Moment mal, so geht das nicht. Nee, auf der War der Autobahn aus? kommt man nicht mehr runter, du Held. Genau. Oder? Ist er Ach, nicht eine doch Auffahrt? kommen wir da Doch. hinten. Ja, okay, geradeaus. Was? Geradeaus, komm. Lol, ich bin jetzt am Ger. Hä, wo ist denn das Stadion? Ich fahr. Lol, fahr ich falsch? Sehr Wirklich? gut. Da hat er den Josef gemacht. Und jetzt Hä? müssen wir auf die Autobahn Ja, hochfahren, jetzt gell? rechts. Wo ist denn hier eine Baustelle? Tja, Ich bin wenn wohl an du der das Baustelle jetzt mal willst. Ich vorbeigefahren. weiß nicht, ob Da es da bist schon eine du. Baustelle gibt. Es muss da zumindest ein Vorarbeiter geben. Ja, genau. Der steht hier. Kann auch sein, dass der mitten im Wald steht und auf So uns in wartet. etwa. So, hier soll dann vermutlich das Stadion hin. Ja, hier steht ja schon ein Riesenpark. Hier ist ja schon ein Riesenparkplatz. So, guten Tag. Grüß dich, Josef. Gut, dass du da bist. Nach dem Kauf des Walzenzugs habe ich kurz beim. Was ist TUS Fuchs? Okay, irgendein Fußballverein. Eine passende Ausschreibung hat sie TUS wollen. heißt Turn- und Sportverein meistens. Turn- und Sportverein Fuchsberg WB03 e.V. Na, das klingt ja nach der perfekten Gelegenheit, allein im Verein zu zeigen, was wir drauf haben. Boah, auf jeden Fall, Plan. Ich mach's Also bis gar später. nichts. Und doch halt, Erik hat was drauf. Transportiere Die 8 Walze. Kubikmeter Erde vom Kieswerk. So. Klaus, du machst es. Jawohl. Der Sportplatz ist nicht, der Sportpark ist schon ausgeschrieben, gell? Ach was. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Beziehungsweise, ich guck mal, was wir ansonsten noch brauchen. Ja, guck mal. Einer von euch kann mal vom Gartenhandel schon fahren.
Besorge viermal Rollrasen vom Gartenhandel. Das könnte ich zum Beispiel machen. Besorge zweimal. Ab... Ich nehme jeweils. Ja, ich habe jetzt den Pritschenwagen mit. Endlich mal wieder das Kieswerk. Fahrzeug hier mit Motorsound. Das fehlt beim Roten irgendwie. Da hört man gar keinen Motor. Ich höre den Motor. Ja. Wer hat denn die Beschilderung hier aufgestellt? Das kann dann unser Vorarbeiter gewesen sein. Das war Josef. Neu? Nee, das war der Harpe war das natürlich. Ja, Harpe oder einer unserer anderen Vorarbeiter. Meinte Dominik? Dominik oder den anderen, den wir noch haben. Hey, ja, hier, du bist Gartenhandel. War Dominik überhaupt jetzt Vorarbeiter? Was? Ach so, stimmt. Scheiße. Du bist voll am Gartenhandel vorbeigefahren, du Idiot. Ja, ich wollte zum anderen laden. Dann darf man mal die Walze ab. Ja, so nicht, Hermann. Alter, mein LKW kommt hier leer schon fast nicht den Buckel nuff. So, ich brauche viermal Rollrasen, zweimal Abwasserrohre, wenn ich mich recht entsinne. Wie wenn man mit dem Fuß in den Kaugummi reingetreten wäre, ne? Gibt's eigentlich auch eine Innenperspektive? Also, dass ich von innen lenken kann, oder gibt's nur die Außenperspektive? Wie genau funktioniert das hier? Zweimal Abwasserrohre beim Baustoffhändler und nein, ich möchte damit nicht entlassen. Wo ist das hier? Verdichte den Mac, besorge viermal. Hä? Wie oft müssen wir viermal Rollrasen besorgen? Müssen wir das ganze dreimal gleich machen? Halt, lass, der bewegt sich von alleine. Guck mal. Ja, aber das bringt uns ja nicht. Nee, ich kann einfach dagegen springen, dann geht's. Ist das doch. Erde? Scheint so. Ich hab absolut keine Ahnung, ob ich jetzt hier Erde hinten drauf habe oder was anderes. Aber sieht nach Erde aus zumindest. Das sollte man ich als Bauarbeiter mal schon wissen. Kannst du mir mal kurz helfen hier? Ja? Nö. Jo, bin ich langsam. Ja, geht doch. Ich bring der Erde. Ist das der nächste Schritt, den wir machen müssen? Die Erde ist der erste Schritt. Und dann wird mit der Rüttelmaschine, oder? Ja. Oh, lol. Mhm. Ist das Schild geflogen? Wow. Oh, da kommt mir jemand entgegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo fährst denn du hin? Vom Baustoffhändler. Was willst du mit dem Riesending beim Baustoffhändler? Viel Zeug aufladen. Vor allem, das ist doch eigentlich eine Baustelle. Wer parkt eigentlich da auf dem Parkplatz? Das ist eine Baustelle. Alter, ich fahre jedes Mal gegen diesen blöden Zaun. So, wo muss ich meine Erde abladen? Ja. Muss ich die da reinladen? Hier ist ein markierter Bereich. Ja, dann lade ich die da mal rein. Gott! Ah! Alter. Herkommen, noch ein Stück. Komm noch ein Stück her. Gut.
Jetzt langsam ein Stück vorfahren dabei. Oder zurück auch, ja. Fahren wir aber vor. Gut. Oh, also, den brauche ich ja gar nicht. Aber gut. Hä, da stand doch ein. Moment. Da stand doch 8 Kubikmeter, oder? Ja. Ja, ich habe jetzt 16 abgeladen. Danke. Dann muss er gleich nochmal fahren. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Ching. Ja. Hermann, leg mal los, wa? Die Steuerung noch mal. Klaus, das sind aber Fragen, die sollen Sie sich jetzt nicht stellen während der Arbeit. Doch, die stelle ich mir immer. Du träumst auch davon, oder? Ja, natürlich. Oh Gott. Ich hab den nicht aufgegabelt. Nice. Nein! Hallo? Arm? Drehst du wieder? Lol. Hä? Kannst du von... Hä? Guck mal, was macht denn die Palette? Ich glaube, ich habe hier... Na? Vielleicht ein anderes Problem gerade. Jawohl, okay. Problem gelöst. Ja. Klaus? Horst? Nee. Doch, Klaus. Wollen Sie mir etwas mitteilen? Nee! Wie war das mit Profis? Oh Mann, ey, dieses Spiel. Hey Horst, bist du gerade hierher gelaufen oder wie? Ja, klar. Irgendjemand blockiert den Weg. Ach so, ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich musste hier. Josef hat Hilfe, Hilfe geschrien. Nee. Bestimmt. Hey, doof. Ja, ich hab Hilfe, Hilfe geschrien, als du hierher kamst. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä? Was machst du? Alter. Klaus. Ja, ich stell dir das hier ab. Oh.
machen die Paletten? Alter. Das mach ich aber gerade hier. Hey, was machst denn du da? Nein. Das war keine gute Idee. Oh. Nein! 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 Fehler unbegangen. Ich glaube, sie wollten doch wohl ein bisschen mehr Verkehr haben. Ja, oh. Horst, ich glaube, du musst ihm mal helfen gehen. Ja. Da musst du mal aus dem Weg gehen. Ich gehe jetzt aus dem Weg. Nein! Nein! Sie waren mal alle oben drauf. Jawohl, jetzt liegen sie auf dem Kopf. Ja. Jawohl, Horst, der hat Puffer. Der hat mich da fertig schreien zu lassen. Ich will meine Palette wieder! Nix gibt's! Nein! Ich hab den irgendwie länger in Erinnerung. Ja, Nico, ein Teil der Ladung ist nicht korrekt verladen. Rollrasen. Ah, jetzt! Genau, einmal zumachen und gut ist. Good. Ja, man macht vor allem Blödsinn. Oh, lol. Nicht raus! Da ist nicht sicher, sonst kann ich nichts machen. Ja, dann sicher du mal. Ey! Was? Ey! Nimm mich mit! Nö. Du läufst. Alter! Was denn? Alter, es gibt sowas wie eine Bremse. Oh, von Nico. Ich weiß. Ich versteck mich. So, let's go. Oh Gott. Jawoll. Hast du gut gemacht, Wolltest du auch so wie in LL in LS machen? Einmal außen rum und dann zwischendrin? Simon, willst du gleich nochmal dicht machen? Er ist dicht. Unbedingt, das sind viermal verdichten, wir sind vier Leute. Ja, okay, dann mache ich als nächstes. Also wenn, dann macht er nicht dicht, wenn, dann ist er dicht. Bin mal echt gespannt, wie das Stadion aussieht, was wir da hinpflastern. Was passiert jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Kritsching. Also wenn das die ganze Fläche vom Stadion ist, dann ist es aber schon... Nee, das ist nur der erste Abschnitt. Bin ich auch noch im Weg? Vermutlich, solange du auf dem Rasen bist.
Oh, wir haben schon das nächste, verdichten. Jetzt, oh. Katsching. Ey, da ist nichts passiert, nichts. Das sind alles das wieder vor. Wieder weg. Wow. Machst du, Horst? Jo, wie mache ich das Ding an hier? X. Ah, okay. Das Ding bringt sich überhaupt nicht beschissen. So sieht's aber aus, ja. Knicklenkung kannst du vergessen. Aber ja, Horst, Knicklenkung ist ja nicht das einzige Problem. Die ist so verzögert. Aber Horst, die fährt sich echt behämmert. Ja. Ich hoffe, da steht jetzt nicht, dass irgendwas im Weg steht. Ja doch, klar. Ich wette 5 Euro mit dir. Ha! Ja, doch, aber jetzt ist noch Rollrasen. Ich krieg 5 Euro. Boah, jetzt war mal perfekt, ne? Boah, auch genau auf die Zone. Nico, wann krieg ich 5 Euro? Übermorgen. Alles klar. Ich muss nur zwei Rohre, zweimal Rohr, wa? Genau. Ja, am besten erstmal den oberen Rollrad. Also ne, nimm den unteren. Kranplätze müssen verdichtet sein. Allerdings aus dem Zitat, da kommt noch ein Zitat, also das passt besser zu uns. Originale Nichtskönner. Ich wollte schon sagen, die nächste Zeile findet irgendwie zutreffender. Also das nächste Mal verdichten darf Klaus machen. Okay. Ja. Wow. Oi, neck. Oi. So, Erde. Gesellenanwärter. Einfach nur vorwärts fahren, Gas geben. Schießt du hier schon richtig, oder wie? Ey, Klaus lad, nee, Klaus bin ich, Horst lad alles ab. Nö. Was machst du mit dem Rest, der jetzt da drin ist? Beim nächsten Mal verwenden. Verkaufen, ja, was beim nächsten Mal verwenden. Oder, ja, was oder wenn nicht, dann. Brauchen? Dann notfalls vom Kiefer zurückfahren. Richtig. Der Plattmaker Advanced 9000. Oh. Deine Pistenwalze. Lol. Alter.
Alter. Einmal muss sein. So, nächster nächster Zeitraffer. Ach, Gott sei Dank. Ja, dann fahr mal hinten die Klappen runter. Ja, welche Dinge abladen? Moment, hä? Ja, die Rollrasen und die Abwasserrohre. Ja. Wenn mir hier mal einer die Ladung entsichern würde. Klaus! Alter, du hättest schon längst aussteigen können. Warum ist denn mitten rein? Oh. So, jetzt fahr mal hinten deine Dinger aus. Warum? Damit ich drauf fahren kann. Warum? Es kommt doch noch mal, oder? Bye, have a great time. Bring ich nicht. Es wird doch gesagt, viermal walzen. Ja, aber Hermann hat das Ding verloren. Du bist doch ein Idiot. Kann ich eventuell verzählt vorhin. Ich sag doch nicht umsonst, lass mich da drauf fahren. Warum? Oh. Wie? Hä, was? Warum? Was warum? Moment mal. Wer, wie, was? Warum, wer hat denn vorhin hier Mist gelabert, dass viermal Verdichten dran ist? Ich hab jetzt halt, bin jetzt von ausgegangen, es kommt noch einmal Verdichten, weil einer vorhin viermal gesagt hat. Ach so, das haben wir jetzt gebaut, oder was? Was ist das für ein Stadion? Wow, der Platz sieht super aus. Der Vereinspräsident ist auch sehr zufrieden. Klasse, das hast du prima hinbekommen. Der Platz ist wirklich reif für die Bundesliga. Wenn die Jungs jetzt nicht aufsteigen, weiß ich's auch nicht. Freut mich, dass alle zufrieden sind. Das war hier aber auch ein ziemliches Stück Arbeit. Sind wir dann hier fertig oder ist noch was offen? Ja, der Vereinsvorsteher meinte, Ladung befestigen, dass sie jetzt erstmal die kommende Saison abwarten wollen. Wenn es gut läuft, gewinnen sie sicher einige neue Sponsoren und dann steht auch sicher eine Erweiterung des Platzes Alter, an. Der Kran backt voll. Na dann, okay, drücken wir den Jungs mal die Daumen. Ich mach mal weiter. Wir sehen uns. Hä? Aber der Betonkübel ist weg. Wo ist der Betonkübel? Den haben die geklaut. Krach. Lol, was? Alter. Hä? Was geht? Hey, wieso sind was? Wir jetzt? Hä? Warum lieg ich hier? Hä? Wieso sind wir jetzt am? Wo liegst du? Nein, wir sind hier an der im Firmengelände. Im Firmengelände. Ja, lol. Ja, jetzt steht er wieder. Jetzt habe ich ihn gerade wieder aufgekriegt. Ich muss unser Fahrzeug hin. Also Hermanns Fahrzeug ist noch da, aber mein Fahrzeug ist auch im Gelände. Der Betonkübel steht da oben, Juli. Wo? Ah, lol, ja. Alter, ist die Vibration an dem Ding an, oder was ist los? Ey, wo seid ihr gerade? Ich höre euch ja rückwärts fahren. Am Firmengelände! Nico? Josef? Ja, die sind alle schon am Firmengelände. Backt es bei dir hier auch, der Anhänger? Das ist Anhänger? Doch scheiße, hey. Ja.
Also, als ob halt dieses Rüttelding an dem Ding an wäre. Bagger mit Vibratorfunktion. Ja. Schön. Ey, Horst! Was denn das? Ja. Ich hol den Kübel ab. Und wo willst du denn hin tun? Na, auf den Tieflader. Ah. Da war vorhin auch war. Lol, wir haben einen Kran. Alter Juli, Alter, langsam macht mir dein Pitz-Alzheimer aber Angst. Ja, dann weiß ich schon, was wir in der nächsten Folge machen. Boah. Weiß ich zwar auch noch nicht, aber. So. Du kannst dich doch eh nicht schwer dran erinnern, dass wir den haben. Bis zur nächsten Folge. Alter, jetzt spielt er da auf dem Kran rum. Hat was geklappt. Klaus. Ja, Klaus. Klaus! Was wird das jetzt? Klaus. Nee! Nee! Jawohl. Boah, ich bin Kranmann. Krass. Voll krass Kranmann, Digga. So, also, ich muss sagen, das war absolute Grütze heute. Ja. Also das Stadion, was ganz Neues. Das Stadion, was wir da gebaut haben, war ja eine absolute Lachnummer. Aber also, es war schon ein neuer Tiefpunkt, in danke, was den Aufträgen angeht. Also alle anderen waren irgendwie... Ach nee, ich hab's den Falschen überwiesen. Du hast es mir überwiesen. Ja, kannst ja gleich Horst weiterleiten. Ja, Sekunde, wenn ich... Wo ging das denn? Einmal mit Profis. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch von dieser Folge. Wo ging das nochmal? Hä? Möge sie uns noch lange Kraft und Licht spenden. Schaut wieder vorbei, wenn es zum nächsten Mal heißt... 4 Chaoten auf dem Bau. Kratsching. Schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Kratsching. Tschüss. Tschüss.